Oh. Nicht gut. Alter, das ist gar nicht gut, dass ich die nicht ordnen konnte. Ich habe auch keinen zum Wechseln, ne? Nee, habe ich nicht. Die ist nach der ersten Runde tot, die... Gute. Okay, oder auch nicht. So. Dann können wir einfach draufkloppen fast, ne, würde ich sagen. Aber... da tut fast nicht Not. Kann auch einfach physischen Schaden machen. Das Einzige, was wirklich was bringt, ist halt der Meteorschauer. Machen wir noch mal. Und auch hier Attack. Oh fuck. Alter, okay. Keine Chance, Alter, ich muss... Warum haben die mit den Biakuren da aufgeschrieben, Idioten? Oh, die hätte ich sogar auch. Okay, take out. Einmal Medizin. Scheiße. Gut. Dann. Wieder Komet. Ich weiß nicht, ob das kriege ich sowieso nicht hin, weil die zu stark in der, im Kontern ist. Und dann machen wir hier gleich nochmal den Soaring Bolt. Und hier machen wir Item Use Medicine auf niemanden. Ja, das war's. Gut. Das war jetzt aber auch die stärkste Gruppe, die wir übrig hatten, ne?
Und dann muss ich auch gleich mal das Video unterbrechen. Weil ich glaube, das war schon wieder ziemlich lang mit dem ganzen Kampf vorher auch. Streitet euch doch nicht, Jungs. Okay. Immer nur Streitigkeiten. Gut, okay, ist egal. Wir beenden jetzt die Aufnahme und sehen uns sofort wieder. So, da sind wir auch schon wieder. Da sind wir wieder, genau. So. Und natürlich sind auch alle falsch angeordnet, weil ich gar nicht weiß, was ich für eine Aufstellung habe. Und mir das auch keiner gesagt hat. Oh ne. Oh ne, das hat geklappt. Okay. So. Hier haben wir... Blazing Wall, ja, komm hier. Titanrune. Titanrune. Falkenrune. Dann haben wir Rune, Shrike Rune. Ach genau, die eigentlich sollten wir besser die. Fierce Wind mit Louis. Ja, das probieren wir doch einfach mal aus, ne? Battle Oars verstärkt eventuell unsere Kraft. Wut. Okay, das dazu. Okay. Ja, dann mache ich jetzt einfach mal Auto. Obwohl, ja, hätte ich vielleicht nicht machen sollen, aber... Alter, Sark ist gar nicht mal so stark. Tag. Tag. Oh, der hat eine Koop. Okay, gut. Mal was Neues sehen. Tag. Machen wir mal das und dann machen wir mal ich habe keine Ahnung, das hier. Okay, das war die schwächste Runde, die man sich vorstellen kann. So, und jetzt wird's richtig übel. Vor allen Dingen, weil ich auch noch Mia Kies und Sializ vorne stehen habe. Mit Lyon geht das ja mit dem vorne stehen so halbwegs. Galleon. Die Bogenschützen machen uns Aua, das weiß ich jetzt schon. Ich habe schon vor Aufregung ganz kalte Hände und Füße. Eventuell misst er gleich ohne meinen Kommentar. Eventuell misst er gleich ohne meinen Kommentar leben. Okay. Galleon ist meine letzte Blockade und Galleon war so ziemlich einer von den einzigen im
wie heißt es denn? Prolog, der nett gewirkt hat. Da haben die anderen beiden schon unfreundlich gewirkt. Deswegen hoffen wir einfach mal, dass das hier auch so ist. Das Gute ist, wir haben Richard dabei. Okay, die Aufstellung geht. Ich habe es schlimmer erwartet. Feilin. Okay, die wechseln wir auf jeden Fall gleich gegen Dings. So, Fight. Oh, First Ray. So, ihr steht hervorragend. Das sind auch alles Shield Rune. Battle Oath. Ich weiß nicht, wie die attackiert. So, und du verpiss dich. Oh ne, verpiss dich gegen Richard erst. Nee, verpiss dich. Scheiße. Flowing Rune. Was haben wir da Schönes? Nee, das lohnt sich alles nicht. Scheiße. Ja, ich kann sie ankratzen halt, ne? Und die haben ordentlich Power, ey. Gut, einer weniger. Okay, war keine schlimme Runde, finde ich. Also ich habe schon Schlimmeres gesehen. Co-op Attack. Swan Protector. Swan Spy ist das gleiche. Probiere ich mal die aus. Und mit ihr einfach auf irgendwen drauf. Und mit ihr auch einfach irgendwo drauf. Kann ich jetzt wieder mit ihm hier switchen? Der steht richtig scheiße, ne? Das habe ich mir nämlich gedacht. Boah, ja, Miyakis kriegt ordentlich abgezogen, Alter. Warte mal. Ich glaube, ich nehme mal die Double Arm. So, dann nehmen wir, glaube ich mal, die Drops of Kindness zu uns. Die anderen sind nämlich alle voll. Tech. Obwohl, könnte auch einfach mit ihr Shield machen. Können wir hier attackieren. Shield Rune. Dann tun wir
einmal auch Attack machen. Da switchen wir gegen Sia Leeds. Da machen wir wieder Breath of Ice. Und dann lassen wir das so. Ja gut, die hält auch einigermaßen was durch, Gott sei Dank noch. Ihr habt ja zuletzt zwar nichts gegeben, aber... Können wir auf sich selber machen. Jawohl. Switch gegen Richard. Tag. Machen wir Windrune. Beschwerde. Shredding und Breath of Ice. Ich habe mir die Kämpfe hier, muss ich ganz ehrlich sagen, schwerer vorgestellt. Ich mache jetzt Auto. Scheiße, ey. Zwangkacke. So, ich will jetzt gar nichts riskieren. Ich habe irgendwie mal so ein dummes Gefühl. Dass die irgendwie zum Schluss noch eine... Irgendwie so eine Hyperattacke haben und die machen sie auf den, der nicht sterben darf oder sowas. Ja, das war's. Ja, super. Hätte ich auch darauf verzichten können, dass hier noch aufgestuft wird. So, ich schätze mal, so, jetzt passiert wieder irgendwas Tolles. Und dann speichern wir und dann geht's zum Keksebacken. Genau, mach du mal. Okay, sie hält ihn zurück. Ja, da bin ich jetzt einmal gespannt. Okay, jetzt kommt ein Video wahrscheinlich, ne? Ja. Die vier Mädchen. Heul, 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 schniff, schniff, schniff. Hat ihr das Messer in den Hintern gesteckt? Oh,
Soll das Blut sein, oder? Stop! Lady Silence? Galleon, you're better at patching people up than some doctors, right? Please take a look at Leon's wounds, quickly. But, Your Highness, I... Galleon, now! Yes, Your Highness. Let me go, Aunt Silence! This wasn't part of the plan, Dolph. Injuring one of them will make it less likely that we'll be pursued. That doesn't justify your actions. Silence! I'm sorry, Lim. But I'm afraid I'm going to have to take you back. Back to Sol Fellaina. What did you say? Lady Silence! You've got to be joking! I don't know. You wouldn't understand, and you don't need to know my reasons anyway. Princess! Don't move! Mia Keys! Leon! Princess! Princess! Galleon! Brother! Oh my god. Oh Gott. Das war bei den anderen drei Spielen nicht so. Vier Spielen. Oh, das ist so ein... Alter, ey, das ist... Oh, nee. Also, wie gesagt, ich mag, liebe die Musik, ich liebe die Dungeons und die Karte und sowas. Die Runen. Aber die Charaktere und die... Also, die meisten Charaktere, so viele Charaktere, bis auf 20 Stück oder was... Und, oh Gott, ein Teil von, oh Gott, das ist das Zurückfeuern der Frauen, als die Gleichberechtigung sehr lange durch war. Ihr braucht keine Sorgen haben. Sie wird überleben und sie wird uns auch im letzten Kampf wieder belästigen. Man muss da nichts für machen, im Gegensatz zu den anderen Spielen. Es wird einfach so sein. Damit der beschissene Skript da oder also es kann eigentlich nur, ich weiß nicht, ob das eine Frau war oder die Gründe dafür. Also, wir werden sie nicht verlieren. Da macht euch keine Sorgen. Also, ihr könnt ja versuchen, sie zu retten. Ich würde es jetzt gerne speichern. Prinz. What the hell? I can't believe it. Her pulse is back to normal. Wir haben noch nicht mal eine Minute Zeit. Your Highness, we should be able to move her now. Let's get her to a doctor, quickly. Leute, wir haben nicht eine verfickte Minute ohne die. Do you think Leon will be all right? We have no choice but to put our trust in Dr. Silva. Damn it! You! How could you let this happen? You were right there! Roy, that's enough. Leon was fulfilling her duty as the prince's bodyguard. If you're gonna be blaming the prince, you're just blaming Leon, too. Whatever. You're just making excuses! If you're going to make noise, do it elsewhere. We have a patient here. Doctor! How is Leon doing? She's out of danger now. She's going to be all right. Muss das sein? What will it take to shut you guys up? Prince, you can see... Silva ist, eine, die das korrekt sieht. Kai, na, aber... Oh Gott. Schreckliche Hauptcharaktere. Außer Kai.
Okay, die kennen sich anscheinend auch. Kann ja nur vorbei sein, das Spiel jetzt, ne? Also so ziemlich. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt übrigens... Was ihr jetzt... erwartet, soweit. Ich habe jetzt nicht groß übersetzt, weil es jetzt gerade alles so super eindeutig geworden ist. Also der Dolph hat an dieser Übergabestelle da halt Leon ins Rücken, in die Nieren oder irgendwo hingestochen und die wäre fast tot gegangen. Natürlich durfte das im Gegensatz zu Gremio und Nanani nicht passieren. Weil uns hier aufgetragen wird, dass das jetzt die Hyper-Schwester, tolle Kämpferin, Beschützer, Instinkt, besser als alle Typen in dem Spiel, Frau ist. Die wäre fast gestorben, ist nicht passiert, weil wir halt, weil unsere Rune das verhindert hat. Die Rune vom Helden hat verhindert, dass sie stirbt. Warum war der nicht da, als Gremio und Anani gestorben sind mit der Rune? Also wir müssen nicht mal was machen, damit wir sie wieder kriegen. Wir müssen nicht mal was machen. Das ist so traurig. Ich müsste jetzt eigentlich die ganzen Suikoden. Ich wollte so ein Video zusammenstellen. Ich müsste eigentlich die ganzen Suikoden-Folgen gucken und jedes Mal, wenn ich was von Leon sage, über sie erzähle oder mich zu ihr äußere, müsste ich rausschneiden, ein riesiges Video daraus machen. Ja, das werden Lelei und ihr Kumpel natürlich nicht machen. Oder Lelei noch eher als ihr Kumpel. Mit seinen Charlie Chaplin-Füßen. Das war jetzt ziemlich viel Geblubber halt, ne? Es kommt noch mehr. Ja, ich will gehen. Das Spiel hindert mich jetzt natürlich daran. Aber ich bin guter Dinge, dass wir jetzt hier irgendwie so einen Speicherpunkt kriegen. Vielleicht kann ich auch mit dem Fahrstuhl fahren, dass ich einfach in mein Zimmer gehen kann. Ja. Nein. Warte. Nein. Ja doch, ist mir egal. Okay, ich bin alleine. Komm, wir gehen ins Hotel. Das ist das Ding jetzt. Bitte lass es funktionieren. Bitte lass ich nicht irgendeinen Kack labern und lass mich einfach speichern.
Oh nein! Okay, wir haben Speicherpunkt, ne? An der am Burgausgang. Alter, sind die alle so beschissen betroffen wegen dieser dämlichen Kuh, ey? Warum verbietet mir denn das Spiel jetzt zu speichern? Stell mal vor, ich habe keine Zeit und muss irgendwo hin. Grundgütiger. Okay, hier hat es natürlich geklappt, Gott sei Dank. Super, okay. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, Leute. Ich muss jetzt Kekse backen. Und wir sehen uns dann irgendwann die Tage wieder, wenn es weitergeht. Ich denke mal, so viele Sessions haben wir nicht mehr. Okay, haut rein. Ciao, ciao.